Willkommen hier zurück bei Little Nightmares 2. So, und wir sind, ja, Krankenhaus, Irrenanstalt. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube, es ist doch eher ein Krankenhaus. Okay. Ich musste gerade ein bisschen grinsen wegen dem Teddybär. Ach, schade. Ich dachte, wir können hier geröntgt werden. Nein, okay. Aber wenn wir hier dran gehen, vielleicht. Ja, schön. Okay, Six ist auf jeden Fall ein Mensch. Ist nichts Außergewöhnliches an ihr. Das ist schon mal sehr beruhigend. So, soll das ein Hinweis sein, dass wir einen Teddybär brauchen, in dem ein Schlüssel ist? Das kann natürlich sein. Der ist ein Teddybär. Und wieder mal hier die blöden Affen. Die habe ich ja im ersten Teil schon gehasst. So, ich glaube, der auf dem Tisch ist zu offensichtlich. Ich würde mal hier den Hasen vielleicht nehmen. Hä? Warum? Okay, ich frage einfach nicht. So. Okay, da ist... irgendwas drin, aber nicht das, was wir brauchen, glaube ich. Okay, dann nehme ich jetzt doch mal den Teddybär auf den Tisch, glaube ich. Six, was willst du mit dieser Ente? Warum hat sie das jetzt dabei? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht so nach dem Motto, ich will auch was tragen. Ich habe keine Ahnung. So, Mr. Teddybär, wir müssen sie mal eben dröntgen. Was? Hallo? So. Sieht auch nicht so ganz aus, als wäre da was. Okay, dann ist hier auch kein Schlüssel drin. Also dann doch hier hinten der letzte. Das ist aber auch so ein Hase, oder ist das ein Bär? Das ist eigentlich eher ein Hase. Von der Ohrlänge her. So. Auch das sieht nicht nach dem Schlüssel aus. Aber bei ihr ist auch irgendwas drin, ne? Deswegen... so, der hier, der hatte irgendwas drin, das sah zumindest mal fast so aus. Okay, anscheinend haben wir noch irgendwo einen vierten Teddybären, den ich jetzt hier noch nicht sehe. Guck mal auf die Bilder, auch sehr schön gemalt. Okay, ein schwarzer Mann mit Hut. Jemand, der in ein Loch gesaugt wird und das Auge beobachtet das Ganze. Und jemand, der an der Decke langläuft, mit Hut auch. Dann haben wir die Klamotten. Jemand mit einem roten Gesicht. Okay, also irgendwas ist mit dem Mann mit dem Hut. So, aber hier haben wir auch nichts. Hier sind auch keine Teddys. Können wir hier in den Schrank gucken? So, magst du mal das Ding ablegen und mir vielleicht helfen, die Schranktür aufzumachen? Ich weiß nicht, warum sie die ganze Zeit das Teil durch die Gegend trägt. Oh, die eine Puppe ist aber auch sehr schön hier vorne. Und da oben erst. Tja, wo kriege ich jetzt den Schlüssel her und warum hat sie die ganze Zeit die Ente in der... Warte mal. Da ist irgendwas in der Ente drin, aber was? Ich lass das mal. Komm mal weg hier. Die Frage ist halt, was sollen wir damit machen mit der Ente?
Oder wir können da jetzt noch nichts machen, weil uns der richtige Teddybär fehlt. Den finden wir vielleicht noch woanders. Wir können ja mal gucken. Gut, dann können wir. Oh doch, schon. Okay, was ist mit der Ente? Warum nimmt sie die mit? Okay, sicher, dass ich hier schon hin wollte. Noch weiter runter? Das ist immer so ein bisschen schlechte Idee, glaube ich, oder? Ah, Leichenhalle. Oh Gott. Mutig wie ich bin, schaue ich natürlich erstmal in die erste Tür, aber ist nichts, okay. Warum hat sie jetzt die ganze Zeit die Ente dabei? Ich ahne es. Ja, ich denke, sie muss das da reinwerfen, oder? Weil da ist ja was drin und das kriegen wir nur, wenn wir es verbrennen. Aber sie gibt es mir auch nicht, ne? Es wird gespeichert. Nur keine Scheiße machen, Six, ne? Es wird schon wieder gespeichert. Hä? Ja, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber gut. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, warum sie das die ganze Zeit in der Hand hat. Ich kann das ja auch nicht abnehmen. Irgendwie. Taschenlampe, schön und gut, aber nö. Ich könnte jetzt höchstens mal den einen Bär nehmen, wo dieses lange Ding drin war. Das war Bär Nummer 2, ne? Also nicht der auf dem Tisch, sondern der andere. Und könnte den mal mit runternehmen und da drin verbrennen, was passiert. Das sah zwar nicht aus wie ein Schlüssel, aber könnte vielleicht der richtige sein. So, komm mal her. Ich weiß nicht, wieso die ganze Zeit diese Ente dabei hat. So. Ich meine, das ist nur eine Idee. Es kann natürlich auch sein, dass es genau anders ist. Aber wir gucken einfach mal. Vielleicht kann ich den auch gar nicht da rein. Doch, kann ich. Nein! Ach, jetzt wirft es mit rein. Okay, warum auch immer. Da hat sie wohl nur drauf gewartet, oder wie? Nein. Ah, scheiße. Entschuldigung. Eigentlich sollte er da reinspringen. So, jetzt. Okay, so. Haben wir jetzt hier irgendwas? Das hat irgendwie nicht so gut geklappt. Hier ist genau gar nichts entstanden. Okay, schade. Weil in der Ente war doch irgendwas drin, aber wahrscheinlich ist es jetzt komplett verbrannt. Okay, ich glaube, wir müssen auch an einer anderen Stelle gucken. Ich glaube, wir haben den richtigen Bären einfach noch nicht. Den müssen wir erst noch finden. Ich kann mich ja erstmal noch ein bisschen hier umschauen. Wir haben ja jede Menge Platz hier. Schauen wir erstmal hier oben. Guck mal, da oben brauchen wir schon mal 2 Sicherungen. Da brauchen wir einen Schlüssel. Ich nehme an, das ist der in dem Bär. Okay, wir können noch können wir laut sein, denke ich. So, ich guck mal gerade, aber ich wette, der wird noch nicht funktionieren. So, bleiben Sie sitzen. Da brauchen wir auch eine Sicherung. Okay, alles klar. Okay, wir können hier gar nichts machen sonst. Doch die anderen Bären erstmal verbrennen.
war nichts drin. Also zumindest sah das nicht so aus. Okay, also hier oben kommen wir gar nicht weiter. So, hier kommen wir auch nicht mehr zurück. Ja, dann muss das einer von den Bären sein hier vorne. Dann muss uns einer jetzt einen Bärendienst erweisen. Weil ich glaube, mehr Spielzeuge können wir auch gar nicht mehr verbrennen, außer jetzt die zwei hier. Na, wir haben ja noch ein paar Augenwürfel, aber da oben komme ich ja sowieso nicht dran. Ja, okay. Nimm gerne mit. Dann nehme ich den Kollegen. Ich weiß zwar nicht... Vielleicht möchte sie einfach auch was zum Verbrennen haben. Ich nehme jetzt einfach alles mit runter, was wir haben. So, damit wir nicht zweimal fahren müssen, hole ich jetzt den anderen auch noch. So, die große Bärenverbrennung. Geht das? Ja. Schon so ein bisschen gebrannt, ne? Ich weiß nicht, ob hier irgendwie... So, kann ich den jetzt hier wieder mit rausschieben? Ah, verdammt. Ja, das klappt. So, dann werfe ich jetzt erst alles rein und dann gucken wir mal. Dass er immer hinterher steigt, ne? Was? Ach, das ist der Esel. Ach so. Boah. So ein bisschen gemein. Aha, also in einem war jetzt der Schlüssel. Ich vermute im Bär. Ich vermute im Bär, auch wenn das nicht zu sehen war. Aber egal, wir haben den Schlüssel für die Tür oben. Oh, Gott sei Dank. Okay. Also auf dem Röntgenbild habe ich den Bild, habe ich den nicht gesehen. Ich müsste vielleicht nochmal die Aufnahme gucken, aber irgendwas in den Bären drin, ja, aber das sah jetzt nicht aus wie ein Schlüssel. Na gut. So, die sitzen immer noch alle so wie vorher, ne? Es hat sich keiner bewegt oder so. Okay. Also irgendwas mit Prothesen. Ihr wisst ja, ne? Martin Luther mit seinen Prothesen. Entschuldigung. Okay, der war schlecht. Ich will hier gar nicht weitergehen. Was ist das hier? Warum? Ich habe eine Theorie natürlich, ne? Wenn man überlegt... Oh, hi. Ich glaube, das sind einfach nur Sammelobjekte, oder? Ich glaube nicht, dass das irgendwas Schlimmes ist. Man könnte den ja auch übersehen. Nee, ich habe eine Theorie. Die Leute haben sich ja aufgelöst, ne? Vielleicht haben sich einige nicht ganz aufgelöst und brauchten dann Ersatzteile, wie zum Beispiel einen Arm oder ein Bein. Weil wer braucht denn bitte so viele Prothesen? Ah ja, okay, natürlich. Oh, großer Gott, ich... Es ist immer schlecht, wenn solche Dinge hier irgendwo liegen und die werden angestrahlt. Das ist immer ganz schlecht. Mhm. Das ist schön, ja. Das ist schön. Hier fühle ich mich zu Hause, hier möchte ich bleiben. Scheiße.
Okay, nicht gut. Ich hätte wahrscheinlich einfach unten drunter durchgehen können. Glaube ich. Kann ich irgendwas gegen die machen? Gericht bringt nichts. Einfach weglaufen wahrscheinlich. Ich habe gedacht, ich kann die vielleicht anstrahlen und dann, ja, das, okay, ich muss wahrscheinlich oben drüber. Ich dachte, ich kann drunter durchrutschen, aber nein, das passiert. Das geht leider nicht. Okay, wir müssen geschickt ausweichen. Oh Gott. Kann ich hier was zum Schlagen nehmen? Nee, ne? Ach, verdammt, okay, ich muss wahrscheinlich da hochklettern. Hölle, ey, was ist denn jetzt los? Jetzt kommen hier auch noch so komische Krabbelhände. Sind Gott sei Dank nicht sonderlich schnell. So, kann ich hier? Hier kann ich nicht. Oh, toll. Okay, das Gitter sofort hochklettern vorne vielleicht. Also diese komische Gitter, ne? Der Schrank, der da ist vielleicht. Hallo, kannst du mal bitte... Nein. Boah, das Spiel bestraft einen aber auch sofort, ne, wenn man irgendeinen Fehler macht. Okay. So, hier dachte ich. Ja. Was? Nee, nee. Du bleibst schön da oben. Dich brauche ich hier unten nicht. Großer Gott. Na toll. Mein Freund begleitet mich jetzt die ganze Zeit, oder wie? Das kann ja heiter werden. Lalala. Okay. Wohin? Warum kann ich hier auf dem Becken schweben? Ich habe hier nichts zum Kämpfen, oder? Also ich wüsste es nicht. Da ist die Sicherung. Okay, die Frage ist... Wie komme ich da hin? Nee, nicht so wirklich. Das ist jetzt irgendwie nicht so gut. Okay. Rollwagen? Nope. Alleine auf gar keinen Fall. Na super, dass die Musik jetzt die ganze Zeit so schön spielt. So, wie komme ich denn... Ah, das geht. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Okay, komm, los. Da ist ein Hammer. Okay, braucht wahrscheinlich mehr Schläge. Ah, fuck. Shit, ist aber auch flink. So. Ich breche dir jeden Finger einzeln, komm.
Ich wette, das war nicht die letzte. Da werden bestimmt noch mehr kommen. Und Lu? So, das hier erstmal auf Seite. Dann würde ich die da durchwerfen und hoffen. Dass es was bringt. Okay, hä? Was? Six, ich glaube nicht, dass das was zum Spielen ist. Lass das doch bitte. Oh. Ja, okay. Mhm. Ich bin froh, dass sie nicht einen bestimmten Finger irgendwie hat abspreizen lassen. So, warte mal. Ich würde jetzt aber vielleicht erstmal. Warte mal, wo kommt denn die zweite Sicherung her? Lag die da eben auch schon? Seit wann liegt hier eine zweite Sicherung rum? Wo kommt die her? Die lag doch eben noch nicht hier, oder? So, hier könnten wir auch noch hin. Warte mal, hä? Ich hab doch. War ich eben so blind und bin da dran vorbeige? Ihr habt doch. Also, jetzt mal ganz ohne Scheiß. Ihr habt gesehen, dass hier eine Sicherung lag, oder? Die habt ihr doch gerade gesehen. Oder bin ich jetzt blind? Da lag doch gerade eine Sicherung. Wieso ist die jetzt weg? Okay, das scheint ein Gamebug zu sein. Und das Blöde ist, ich kann die jetzt auch nicht mehr rausnehmen. Ja, das ist gut nicht. Oder hat sich die Sicherung jetzt jemand gerade geholt? Weil ich wollte gerade noch sagen, ich mache erstmal die andere Tür auf, aber... Sag mal, ich spinne doch jetzt nicht, oder was? Da lag doch gerade eine Sicherung rum. Wo ist die hin? Hä? Entschuldigung, aber... Was zur Hölle? Und wieso kann ich die eine nicht mehr rausnehmen? Ich würde erst gern das andere Ding öffnen. Verdammt, ich kann die nicht mehr... Ich kann die nicht mehr rausnehmen, ne? Nope. Ich glaube, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Das ist jetzt nicht so gut. Aber hier lag doch gerade noch eine Sicherung rum. Wo ist die hin? Habe ich jetzt das Spiel kaputt gemacht? Da lag doch gerade noch eine und die ist jetzt einfach weg. So, als wäre die nie da gewesen, weil ich komme ja jetzt nicht weiter ohne die zweite Sicherung. Hätte man das vielleicht nicht so machen dürfen? Aber das wäre ja blöd, weil dann würde man ja das Spiel quasi sich selber blockieren. Ne, ich kriege die Sicherung nicht mehr hier raus. Ich kann hier machen, was ich will. Doch. Okay, Entschuldigung. Das, ja, nee, das... Nein. Man muss sich einfach nur richtig hinstellen. Entschuldigung. Aber ich frage mich trotzdem immer noch, warum hier vorne eine Sicherung... Ich hätte sie aufnehmen sollen. Ich hätte sie aufheben müssen, um dann mal zu gucken, was passiert. Also ich habe mir das nicht eingebildet, oder? Also ich gucke auch gerne nochmal in die Aufnahme rein, aber da lag doch eine. Na gut. Das ist alles viel zu laut. Oder? Das ist einfach immer viel zu laut. Schönes Bild. Okay. Da brauchen wir auch schon wieder eine Sicherung. Okay. Und da ist... Ah, der Stuhl der Freude. Was gibt's hier? Ah ja, wir sollen da rein. Okay, machen wir gleich. Ich will nur erstmal gerade gucken, was hier so los ist, weil da könnten wir auch noch rein. Ach, guck mal, der Schwamm mit dem Eimer.
Ich weiß nicht, ob ihr den Film The Green Mile kennt. Wenn nicht, schaut ihn euch an und dann wisst ihr, was mit dem Eimer und dem Schwamm gemeint ist. So, Leute, aber ich würde sagen, das hier machen wir erst in der nächsten Folge von Little Nightmares 2. Bis dann.